So, ihr Lieben, herzlich willkommen bei den Gamer-Freunden, dem zweiten YouTube-Gaming-Kanal von mir, von Jens, von Minga Gaming. Ich möchte euch heute ein paar Tipps für Gelegenheitsspieler und Neueinsteiger mit an die Hand geben, wie ihr Waffen am schnellsten leveln könnt. Und dann würde ich mal sagen, legen wir mal los. Let's go! Tipp Nummer 1 ist ein ganz simpler, der sehr oft vergessen wird, nicht nur von Neueinsteigern und Gelegenheitsspielern, auch von Leuten, die wie ich das Spiel mittlerweile ja mit Warzone 1 und den direkten Multiplayern, Vanguard, Cold War und natürlich auch dem ersten Modern Warfare immer wieder vergessen. Ganz ehrlich, Leute, es ist ein simpler, aber wichtiger Tipp. Schaut immer bei euren EP-Token nach, was ihr hier im Repertoire habt. Natürlich, wenn ihr Waffen schneller leveln wollt, dann ist der doppelte Waffen-EP-Token der richtige. Die gibt es ja in unterschiedlichen Ausprägungen. Eine Stunde, 45 Minuten, glaube ich, 30 und 15. Ich habe gerade jetzt hier welche mit einer Stunde am Start. Und je nachdem, wie viel Zeit ihr habt, solltet ihr diese natürlich auch nutzen. Tipp Nummer 2 ist auch ein interessanter Tipp, wie ich finde, weil das oftmals unterschätzt wird. Und zwar, welche Spielmodi eignen sich am besten dafür? Da können wir uns das Ganze mal anschauen. Wenn ihr jetzt in den Multiplayer-Maps hier unterwegs seid, die, sag ich mal, die kleineren Karten sind, wir kommen noch gleich zu den größeren, was da am meisten Sinn macht, dann solltet ihr rein zum Level natürlich die Spielmodi hier rausfiltern, die eine gewisse Gegnerdichte immer wieder an diversen Punkten erreichen und natürlich daher für euch einfacher sind, Waffen zu leveln, weil ihr Gegner immer wieder antrefft. Ich würde jetzt Team Deathmatch tatsächlich bedingt dazu zählen, kann man mitnehmen, aber dort, wo immer wieder viele Gegner aufkreuzen, das ist Herrschaft, weil ihr immer wieder zu diversen Zielen sie verteidigen oder erobern müsst. Das heißt, dort ist die Gegnerfrequenz immer wieder sehr, sehr hoch. Dann Abschuss bestätigt, denn hier könnt ihr neben den Medaillen für abgeschossene Gegner auch die Medaillen für eure eigenen Teamkameraden einsammeln, die abgeschossen wurden. Das gibt nochmal zusätzlich EP und das hilft euch natürlich beim Waffen schneller leveln auch. Und auch Abschuss bestätigt natürlich Spielmodus an sich auch ein sehr schöner, weil hier sehr viel Bewegung drin ist und ihr eigentlich auf eine ganze Menge Kills kommen könnt. Dann würde ich euch noch empfehlen, Stellung mit dazu nehmen. Also tatsächlich die vier, die ich hier markiert habe, die halte ich für die besten zum Leveln in den kleinen Karten. Das wäre hier also auch noch Stellung, wo ihr Stellung einnehmen müsst und dann wieder zur anderen Stellung rennt und die einnimmt und auch verteidigt. Also hier ist das Gegnerrotieren immer sehr, sehr hoch und auch das eignet sich am besten. Der Spielmodus, der sich aber aus meiner Sicht am einfachsten eignet, ist tatsächlich hier von den großen Karten Invasion. Denn mit Invasion habt ihr immer wieder auch, das müsst ihr einfach mal spielen, ihr habt Fahrzeuge auf dem Boden stehen, mit denen ihr ja auch eine ganze Menge Gegner totfahren könnt. Und ihr habt in Invasion natürlich neben Player vs. Player auch immer wieder eine ganze Menge Bots am Start, sprich KI-Gegner, die hier dem Matches immer noch mit reingestellt werden, so möchte ich es mal sagen. Das erkennt ihr hier immer relativ gut daran, wenn irgendwo ein feindlicher Hubschrauber in der Nähe Gegner runterlässt. Das sind dann meistens so, ich glaube, 6 oder sogar noch mehr Bots, die da runtergelassen werden. Und dort könnt ihr wunderbar Kills sammeln. Das ist ein wahnsinnig guter Tipp zum Waffen schneller leveln. Für mich insgesamt Invasion der beste Tipp, was den Spielmodus angeht. Aber wie gesagt, bei den kleineren Karten habe ich euch eben auch argumentiert, welche Matcharten ich verwenden würde. Nächster extrem wichtiger Tipp, um Waffen schneller zu leveln, ist natürlich auch die Waffen, die ihr gerade leveln wollt und in eurer Ausrüstung habt, immer wieder zu überprüfen, ob ihr bessere Aufsätze raufbauen könnt. Hier seht ihr das zum Beispiel. Ich habe jetzt hier für die Lachmann erst 3 Aufsätze, aber ich bin natürlich auch angehalten, immer wieder zu schauen, habe ich jetzt irgendwas freigeschaltet, habe ich jetzt bessere Aufsätze, denn mit besseren Aufsätzen ist das Waffenhandling logischerweise besser, ich kann sie besser nutzen, benutzen und erziele damit natürlich auch mehr Kills. Also immer wieder auch
in die Waffenbaupläne reinschauen und schauen, ob ihr für eure zu levelnden Waffen aktuell schon wieder ein paar bessere Aufsätze freigeschaltet habt. Probiert dies aus und auch das hilft natürlich letzten Endes, Waffen schneller zu leveln. Ein weiter wichtiger Tipp für Neueinsteiger und Gelegenheitsspieler, ganz klar, wenn ihr in eure Ausrüstung reingeht, nehmen wir mal bei mir jetzt die vierte beispielhaft, dann wählt hier bei der Primärausrüstung entweder Splittergranate oder Semtex. Gerade in den kleinen Runden, zum Beispiel Stellung, Herrschaft, aber natürlich grundsätzlich immer einsetzbar, Leute, wenn ihr im Spiel startet oder nach einem Kill durch einen Gegner an euch wieder irgendwo spawnt. Leute, schaut so schnell wie möglich, wo in eurer Nähe Gegner sein könnten. Oftmals hat ja einer eurer Mitglieder im Squad schon eine Drohne gestartet. Das heißt, ihr könnt ungefähr erahnen, wo Gegner sind. Schmeißt diese Ausrüstung, schmeißt diesen Gegenstand sofort in Richtung der Gegner. Ich habe so oft, ich sag jetzt mal, mehr oder weniger Zufallskills, denn ich mache es ja mit einer gewissen Absicht. Aber bevor mich einer wieder zum Ableben bringt und ich das Ganze ungenutzt lasse, Leute, schmeißt das in die Runde rein im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr werdet es sehen. Mit ein bisschen Übung weiß man auch, wie weit man die Granaten oder Semtex ungefähr so schmeißt. Und ich hole mir dadurch immer wieder wichtige Kills, die natürlich auch beim Leveln helfen. Noch eine richtig interessante Sache ist dieser Tipp hier, und zwar, sobald ihr hier eure zweite Feldausrüstung freigeschaltet habt als Slot und ihr hier dann natürlich auch Sachen nehmen könnt. Ihr seht jetzt hier, was ich freigeschaltet habe und was nicht. Nehmt hier den Taktikeinstieg. Das bedeutet im Prinzip, sobald sich dieser Taktikeinstieg oder eure Feldausrüstung generell aufgeladen hat, in diesem Fall habe ich ja Munitionskiste und Taktikeinstieg drinne, das seht ihr ja unten links, kann ich dann ab dem Zeitpunkt, wo sich das aufgeladen hat, entscheiden, was von beiden ich nehmen möchte. Ich nehme dann natürlich den Taktikeinstieg. Das macht bei den kleineren Maps eher weniger Sinn, man kann es dort aber auch verwenden. Das bedeutet, an der Stelle, wo ihr dann quasi diesen Taktikeinstieg zündet, habt ihr nach dem Ableben in der nächsten Runde oder beim direkt nächsten Spawn die Möglichkeit, genau dort in die Runde wieder einzusteigen. Und das macht natürlich gerade auf den großen Maps wie bei Invasion schon definitiv Sinn. Dann müsst ihr nicht wieder den ganzen Weg von ganz hinten bis zum Ort des Geschehens bei Invasion zurücklegen. Das sind ja manchmal dann teilweise 100, 200, 300 Meter, je nachdem, wo die meisten Gegner gerade verteilt sind. Wie das Ganze im Spiel aussieht, das zeige ich euch dann jetzt nochmal zum Abschluss ganz kurz. Seht ihr auf der rechten Seite, wie sich diese Feldausrüstung bei mir innerhalb des Matches Invasion vollständig aufgeladen hat? Das hat jetzt so gefühlt so um die 2 Minuten gedauert. Ich bin ein bisschen weiter an den Ort des Geschehens rangerannt, aber hier ist noch relativ ruhig, denn ich will euch das Ganze ja zeigen, ohne dass mich ein Gegner gleich zum Ableben bringt. Das heißt, ich drücke jetzt L1 und R1 zusammen. Jetzt habt ihr die Auswahl zwischen eurer linken Feldausrüstung, in meinem Fall die Munitionskiste, und der rechten, dem Taktikeinstieg. Jetzt drückt ihr einfach nochmal R1. Dann zündet ihr den Taktikeinstieg, dann wird diese Position hier quasi markiert und wenn ich das nächste Mal ablebe, beziehungsweise jetzt, dann starte ich meinen nächsten Respawn bereits hier und bin weiter am Ort des Geschehens dran, als wenn ich von der Map ganz hinten wieder starten müsste. Ein richtig guter Vorteil, selbstverständlich demnach. Ja, Leute, das waren meine besten Tipps zum schneller Waffenleveln. Ich hoffe, der ein oder andere von euch konnte ein bisschen was davon mitnehmen. Wie gesagt, MW2 und natürlich auch Warzone 2 dann ab sofort auf unserem Kanal. Dann in Livestreams, Tipps und Tricks-Videos. Wir stellen den Battle Pass vor. Wenn neue Waffen freigeschaltet werden, dann schauen wir uns das genauer an, wie das Ganze funktioniert. Da wird es also jetzt eine ganze Menge Stuff im Herbst und ja eigentlich jetzt schon Winter auf dem Kanal geben. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst, wenn ihr gemeinsam mit uns im Livestreams gerne mal zuschaut, wie wir spielen. Und ansonsten euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao und tschüss.